Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gaming-Setup. Ja, ich würde sagen, ich zeige erstmal mein Gesicht. Hallo. Und dann, ja, starten wir auch direkt rein. Oh, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Kopfhörern hier. Irgendeine Seite ist da leider schon kaputt gegangen. Oh, ich muss aufpassen, wo ich hinfilme. Irgendeine Seite ist hier leider schon kaputt gegangen. Also irgendein Hörer. Das ist ein bisschen bitter. Weil, ja, die sind echt cool. Und dann hier das Mikro. Ist jetzt nicht überkrank, aber ich denke, geht schon für die Videos. Und dann hier natürlich den PC. Ich weiß gar nicht, welcher PC das ist. Auf jeden Fall ist es ein PC und keine PlayStation, mit der ich spiele. Ja, und dann hier das Spannendste, finde ich zumindest, mein Lenkrad. Ja, und das ist, finde ich, ausreichend. Also man braucht da kein krasseres, finde ich. Damit kann man genauso gut fahren wie ein Fendertech-Lenkrad. Und dann hier die Pedale unten. Ja, ihr seht es schon richtig. Die haben wir natürlich zu dem Lenkrad gekauft. Ich stelle das mal ins Licht. So, zu dem Lenkrad haben wir das gekauft. Das Ding ist, die Pedale rutschen leider oft weg. Aber, ja. Sonst sind sie gut. Haben auch noch keine Faxen gemacht. Und, dann stelle ich die mal wieder direkt hin. Dann hier hinten die ganzen Kabel. Und so, sieht man das überhaupt? Also nicht hier, auf jeden Fall die ganzen Kabel und so. Ist nichts Besonderes. Und ja, weil wir jetzt eigentlich schon durch sind mit der Setup-Tour. Achso, das ist noch mein Stuhl übrigens. Ja, aber und das hier halt die Tastatur und das der Computer. Die Kamera. Ja, ist, finde ich, okay. Nimmt gut auf. Und hier das Licht. Ist gerade, glaube ich, nicht an. Oder kann man das jetzt anmachen hier? Nee, kann man gerade nicht. Na, auf jeden Fall dann hier meine Carrera-Bahn. Hier, die Streckenteile mussten wir abbauen, natürlich für die Aufnahmen und so, damit das da nicht stört. Und dann hier die weiteren Streckenteile. Ja. Und dann hier noch die Verpackung. Das ist die Spielbergstrecke. Ja. Wirklich cool. 11,4 Meter, wenn man die ganze aufbaut. Wirklich cool. Zeige ich hier auch nochmal. 11,4 Meter, falls man das sieht. Ich sehe es zumindest auf Kamera. Ja, und dann hier noch meine ganzen Spielsachen und so. Und hier diese. Oh. Die HSV-Cap. Warte mal, ich zeige euch mal, wie ich damit aussehe. Ja. Ist das so gut? So gut? Oder soll ich sie eher so machen? Naja, dann ist hier noch mein Fernglas drin. Und ja, das sieht man jetzt nicht so. Dann hier noch mein Wecker, da hinten noch ein Fußball von der HSV-Fußballschule, wo ich mitgemacht habe, 2020, glaube ich.
Und dann hier noch so Sektoren. Sind das Sektoren? Ja, das sind Sektoren, glaube ich. Obwohl, nee, da hinten sind die Sektoren. Aber gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hier noch so ein Bundesligaspiel, das ist geil. Habe ich mal gespielt. Einmal. Könnt ihr euch auch kaufen. Keine Ahnung, wo es das gab. Bei Staples oder so. Nee, nicht bei Staples, aber Hempels oder so. Ich glaube Hempels. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.